wunderschönen guten Tag und ein frohes neues Jahr natürlich noch. Wir haben heute den, ich glaube, 3.1. Da darf man das ja noch sagen. Ansonsten wird es ja nachher nervig. Als erstes erstmal vielen Dank für die ganzen lieben netten Wünsche, die ich bekommen habe. Ich kann sie nur zurückgeben und ich hoffe, ihr habt so ein Jahr, wie ihr euch das vorstellt. Ja, und ich bin heute mal wieder unterwegs und zwar passte das ganz gut. Fee ist bei einer Freundin und Alva und ich sind dann auch gestartet. Und zwar, genauer gesagt, sind wir jetzt, also für die, die es nicht wissen, ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Ich bin jetzt im Norden von Schleswig-Holstein und in der Nähe von Lübeck, das ist Rheinfeld, schimpft sich das hier, gibt es einen Trockenanzughersteller und der heißt One Design und der liegt auch direkt an der A1, also die kann man super von der Autobahn erreichen. Ist auch gleich hier vorne, Wetter ist sehr bescheiden, deswegen sitze ich hier drinnen und das schauen wir uns jetzt mal an. Der ist nicht allzu teuer. Und ja, ob der jetzt gut oder nicht gut ist, weiß ich nicht. Ich habe ja auch nur im Internet gelesen. Für mich, glaube ich, kommen nur der TH3 und der TH5, glaube ich, in Frage. Der heißt irgendwie auch Hybrid. So ganz schlau gemacht habe ich mich nicht. Ich wollte hier auch schon mal filmen, habe auch schon mal Kontakt aufgenommen. Das klappte dann aber doch irgendwie nicht. Und jetzt gehe ich da als ganz normaler Kunde sozusagen hin und schaue mir das mal an, ob das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Weil ich finde es natürlich immer gut, wenn man einen regionalen Hersteller unterstützt, dass das nicht alles quer über die Welt geschifft wird und so. Ja, deswegen schaue ich mir das hier mal an. Und ja, dann würde ich sagen, achso, ich kann natürlich auch mal fragen, ob ich da drin filmen darf oder nicht. Das werden wir dann spontan entscheiden. Wenn nicht, sehen wir uns gleich irgendwo anders. Dann stelle ich das Ding so vor. Wenn ja, dann sehen wir uns gleich in dem Laden, weil draußen kann ich heute gar nicht filmen. Es ist total windig, total regnerisch. Das ist also ja wieder mal ein richtig typisches norddeutsches Ekelwetter. Die Geschichte mit Dänemark. Wir waren ja in Dänemark. Richtig cool gewesen. Wetter war natürlich genauso wie jetzt. Aber wir hatten eigentlich immer relativ Glück. Wir sind nicht klitschnass geworden, aber richtig coole Wellen und so. Ja, kann ich euch leider nichts zeigen. Bei der nächsten Tour kann ich euch aber zeigen. Ich habe da ein paar Bernsteine gefunden. Also das werde ich euch dann auch nochmal zeigen, wie die da an der Nordsee aussehen. Aber das nur mal so nebenbei. Also ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt eine schöne warme Jacke an und dann latsche ich mal hier die 100 Meter runter und dann gucken wir mal, was es da so gibt. Entweder sehen wir uns gleich im Laden oder hier. Also, bis gleich. Haha. So, wir haben Glück gehabt. Ich habe jetzt gefragt, also wir dürfen hier ein bisschen filmen. Das ist schon mal cool. Und dann zeige ich euch gleich mal den Laden. Und wundert euch nicht, was ich hier anhabe. Das ist schon mal so ein Unteranzug, sage ich mal so, aus Vlies. Aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Ich zeige erstmal kurz den Namen. Das ist jetzt die Firma Sport Moor und die Marke sozusagen von den Anzügen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist One Design. Also ihr kommt ja rein, das ist so ein kleiner Laden, ne, wie man das so kennt. Gibt auch ganz viel von diesen Fischeranzügen, habt ihr ja auch ganz viele, ne? Also hier ist ein bisschen was zu gucken, auch Unterziehzeugs für Sub. Kitefahrer, ich glaube Segelsport ist hier halt auch, wird sehr groß geschrieben. Draußen stehen auch ordentlich Segelboote, habe ich gesehen. Und hier hinten ist die Ecke von den Trockenanzügen. Na? Dann kann man das hier in Ruhe mal anprobieren. Ein paar Schwimmwesten gibt es hier auch noch. Neoprenanzüge. Und hier hinten ist noch ein großer Spiegel. Da kann man sich dann anschauen, wie das denn alles so passt. Ich habe schon ein paar probiert, deswegen habe ich dieses Ding hier an. Ich habe mich für diesen Fleece Overall entschieden. Kostet, glaube ich, irgendwie so um die 100 Euro, meine ich. Das ist jetzt Größe L, weil bei meinen Testfahrten ist mir aufgefallen, wenn das mal hinten am Rücken frei ist, dann wird das da kalt. Deswegen nehme ich einfach diesen Overall, werde das einfach mal testen. Es gibt hier, glaube ich, auch noch so Socken, da kann ich gleich nochmal fragen. Die fand ich auch ganz cool. Und ich hatte euch eben schon erzählt, es gibt einmal den TH3 und den TH5 und da habe ich euch ja eben schon erzählt, das Hybrid, ich wusste ja nicht genau, was das bedeutet. Das sind im Grunde genommen zwei verschiedene Materialien. Ein leichteres sozusagen oben, das ist für mehr Bewegungsfreiheit und da seht ihr auch hier, da ist dann dieses Klettverschlussding, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich zeige euch das mal hier. Das Ding hier, ne, was über den Reißverschluss sozusagen rübergeklettet wird, das ist dann da auch weg, dass man eben mehr Bewegungsfreiheit hat und ist ein bisschen dünner, hat natürlich nicht so einen hohen Abrieb wie das andere, aber wenn, dann würde ich den TH5 nehmen. Den fand ich eigentlich ganz cool.
Wir haben auch ausprobiert, Größe L, Größe XL. Ich bin so ein bisschen dazwischen, aber L passt am besten. Solltet ihr aber so eine ganz merkwürdige Körperform haben, dann könnt ihr hier sogar, weil die werden ja hier oben produziert, vielleicht darf ich da auch gleich nochmal filmen, dann zeige ich euch das noch, kann man sogar für 50 Euro irgendwie so Anpassungen, wenn ich das richtig verstanden habe, machen lassen. Ne? Also dann werden die halt, was weiß ich, oben Größe L, unten Größe XL oder wie es halt gerade passt. Alles kein Problem. Ne? So. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie ich so ein Ding anziehe, weil ja, da gibt es auch noch ein paar Tricks, wurden mir verraten. Ich hatte ja auch keine Ahnung. Also, los geht's. So, ich probiere jetzt den Hybrid. Wie gesagt, der ist oben so ein bisschen flexibler. Und hat hier natürlich auch diese schönen Socken. Socken sind ja wahrscheinlich Latex, ne? Da haben wir schon. Reißverschluss. Und was mir auch erzählt worden ist, dass diese Reißverschlüsse hier sogar gasdicht sind. Ich war da immer so ein bisschen skeptisch, ob die wirklich wasserdicht sind, aber wasserdicht und sogar gasdicht. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr das mal auch mal ausprobiert, zieht gleich das unter, was ihr auch unterziehen wollt. Dann ist das, denke ich mal, am realistischsten. Und hier seht ihr auch, hier fehlt dieser Klett. Verschluss sozusagen, den man hier noch über den Reißverschluss macht. Glaube ich persönlich nicht. Und hier sind Neopren, ja, Manschetten oder keine Ahnung, hier oben auch. Finde ich aus zwei Gründen besser, weil es hält schön warm und es fühlt sich angenehmer an als diese Gummidinger. Aber die Gummidinger sollen wohl etwas dichter sein, so wurde mir das gesagt. Ne? Ja, fühlt sich gut an. Und ich denke, das ist auch vielleicht warm genug. Ansonsten kann man sich natürlich noch schöne warme Unterwäsche drunter ziehen und dann ist das gut. Und ich frage gleich nochmal nach diesen Socken, weil es gibt noch extra Socken hierfür. Weil dieses Vlies, wenn man so reinsteigt, geht dann nach oben. Und dann hast du manchmal hier so ein Stück frei. Das kriegt man so ein bisschen schwierig runter. Und man macht das wohl auch so, dass man sich da mal so hinhockt. Und dann lässt man die Luft raus. Ne? Und dann, so. Also ich finde cool. Ich wollte ihn eigentlich in ganz schwarz, aber da gibt es nicht mehr so ganz viele. Da müssen wir erstmal gucken, vielleicht kriege ich noch einen, vielleicht auch nicht. Ansonsten werde ich, glaube ich, diese Farbe nehmen in etwas dunkler, glaube ich, noch. Mal gucken. Also es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene Farben. Aber da könnt ihr euch ja selber schlau machen, was auch cool ist. Aber das zeige ich euch gleich. Erstmal ziehe ich das Ding aus, weil hier drin ist es sonst zu warm. Ne? Ich weiß nicht, den TH3 zeige ich euch so nochmal an- und ausziehen, mache ich nicht. Aber eins zeige ich euch noch. Das wusste ich auch nicht, wie man am schlausten auszieht. Reißverschluss ist klar. Dann hier rüber. Das Ding. Das ist so ein bisschen Übungssache. Und zwar habe ich zu Anfang... den... So zieht man raus auf links und ich habe zu Anfang immer hier dran rumgerissen und da meint er hier, das sollte man lieber nicht tun, wenn ganz reinfassen und ziehen, aber am besten ist so auf links, dann macht man die Manschette nicht kaputt. Muss man ja alles wissen, ne? So, ausziehen, schaltet und dann abspülen und so, da wisst ihr ja sowieso Bescheid. Dann war es das erstmal. Bis gleich. Ich habe mir wieder normale Klamotten angezogen. Noch zum Thema Kamin. Was ich so gelesen habe im Internet, viele finden das anscheinend wichtig, dass man einen Kamin hat. Das bedeutet sozusagen, wenn du hier deine Spritzdecke drum hast, sitzt im Kajak, dass man sozusagen die Spritzdecke hier drunter machen kann, dass das da drüber kommt und dass nicht so viel Wasser reinkommt. Nach meinem Verständnis würde ich eher sagen, brauche ich nicht, weil so viel Wasser kommt da eh nicht rein.
und ich habe einen Trockenanzug an. Also von daher ist für mich eher Spielkram. Aber da gibt es anscheinend unterschiedliche Meinungen. Und deswegen, ja, mir ist es jedenfalls nicht wichtig mit diesem Kamin. Dann Thema Tasche. Es gibt welche hier auch, die haben eine Tasche. Die sind natürlich, denke ich jetzt mal, nicht 100% wasserdicht. Deswegen brauche ich die hier auch nicht. Ich habe ja Taschen an meiner Schwimmweste. Was aber hier noch ist, kann ich euch sonst hier mal zeigen. Also im Innenteil von dem Trockenanzug gibt es auch so eine kleine Tasche. Und ich glaube, das ist dann eher schlauer für, was weiß ich, Portemonnaie oder Schlüssel können ja meistens, wenn sie nicht elektronisch sind, auch da drin bleiben. Also jedenfalls ist hier eine kleine Tasche, wer sowas haben möchte, drin. Und ja, mir reicht das. Dann gibt es noch bei jedem Anzug hier hinten, das ist jetzt nicht nur ein Haken zum Aufhängen, sondern das ist hier für eine Kapuze, die kann man ansetzen. Und ich glaube, das ist auch bei jedem Anzug dran genäht. Und da kann man dann solche Kapuzen dran machen. Na, wie das jetzt genau geht, ich denke mal einfach hier rankletten. Und dann hast du hier noch so einen Sicherheitshaken, der wird wahrscheinlich hier einfach nur dran gemacht, oder? Genau. So hier dran gemacht. Und dann ja, bleibt die, wo sie sein soll. Die gibt es auch, ich glaube, in verschiedenen Farben und so, ne? Also schwarz, schwarz, blau, ne? Grau, alle Farben. Alle Farben, die die Anzüge im Grunde auch haben. Und wo ich noch am Überlegen war, ist noch hier diese Halsdinger, die fand ich eigentlich auch ganz cool. Die kann man sich hier so rüberziehen. Ich mag ja Kapuzen nicht so gerne, deswegen finde ich das Ding eigentlich cooler. Kann man sich so rummachen. Auch nicht schlecht. Ja, hier gibt es noch so eine andere Unterwäsche. Dafür habe ich mich jetzt nicht entschieden, aber da muss ich mal gucken, was die Erfahrung so später sagt. Ja, ich nehme erstmal dieses Fließding. Finde ich ganz cool. Ist vielleicht auch witzig, wenn man mal über Nacht bleibt, dann hat man was so, wo man vielleicht auch drin pennen kann, ist meine Idee. Aber das sehen wir dann ja später bei meinen Touren, wie das alles sich so entwickelt. Wie gesagt, Erfahrung habe ich ja auch nicht und deswegen probieren wir das mal aus. Weil wahres Wissen ist einfach, selbst ausprobieren, dann weißt du es, erzählt wird ja immer viel. Ne? Ja, ich finde es bis jetzt jedenfalls ganz cool und ich habe gefragt, wir dürfen gleich nochmal nach oben und dann gucken wir uns mal an, hier wird ja noch per Hand alles schön gemacht. Also, wir sehen uns oben. So, jetzt gehen wir über den Laden sozusagen und hier ist die Näherei, zeige ich euch mal. Ne? Hier wird dann ordentlich genäht, alles noch per Hand mit einer richtig coolen Maschine. Hallo! Hallo! Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht zu lange stören. Das ist immer blöd unter Beobachtung zu arbeiten. Ne? Aber es ist schon mal cool, dass wir uns das angucken können. Und hier ist noch so eine andere Maschine, ich weiß nicht, was ist das hier? Das ist die Maschine, die praktisch genäht wird, weil das Ach so, okay. Cool. Die sieht natürlich noch ein bisschen cooler aus, die Maschine. Und da kommt wahrscheinlich Druck. Da kommen die Drucke, es gibt hier 4, 5 verschiedene Nähmaschinen. Ja, cool. Ja. Also eine richtig kleine Manufaktur, kann man ja sagen. Ne? Finde ich ja cool. Ach so, guck mal, hier sind die ja. Die ganzen Aufkleber und so. Ne? Für die Sub-Leute, für die Fischleute. Ein richtig schönes Kajak hast du auch mit. Ja. Nein, ich meine so eins, wie ich fahre. Was hast du denn? Ja, das ist ein anderes. So richtiges Seekajak, das müssen wir noch mal hier, ne? Das brauchen wir auch noch. Und hier sind die einzelnen Schablonen. Die ganzen Schnittmuster. Schnittmuster. Ist also nicht geheim, kann ich filmen. Das kann man filmen, das ist kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Geheim. Der Schnitt ist schon, aber nicht, dass es solche Größen gibt. Ach so. Ach so, guck mal, das sind die Größen, habe ich da gesehen. Ja, cool. Spannend, spannend. Aus diesen ganzen Einzelteilen, das erinnert mich so ein bisschen an Sekuma mit diesen Schwimmwesten. Da haben ja. Die auch überall diese Einzelteile und das wird dann ja zusammengenäht. Cool. Und hier sind die ganzen Stoffe. Und da wollte er dann ja mal gucken, ob vielleicht noch ein schwarzer für mich da ist. Weil der kommt dann auch später nicht mehr in schwarz, ne? Wahrscheinlich nicht, das wird dann im Dauer. Dann wird das, ja, okay. Wobei, man muss sagen, ich glaube, der TH3, den gibt es noch in schwarz. Den gibt es noch in schwarz. Nur den TH5 nicht, weil der dieses weiche, was ich gesagt habe, dieses flexiblere Zeus hat. Ne? Deswegen. Wie cool. Hier sind auch noch Maschinen. Aber die sind zurzeit nicht belegt. Ja, hier das Garn, das sieht ja so dünn aus, aber das ist auch irgendwie speziell wasserfest und auch relativ oder sehr stabil. Und jetzt sehen wir die Maschine hier. Die, ja,
wird jetzt geschweißt. Das heiße Luft oder was ist das? Ja, sehr heiße Luft, heißen Druck. Okay. Okay. Also, über 500 Grad. Also man riecht es auch so ganz leicht. Da muss er wahrscheinlich das relativ zügig in einem Rutsch machen, oder? Überlappt. Cool. Also hat er das sozusagen erst einmal angenäht und dann wird das verschweißt. Und wie lange muss das trocknen oder auch gar nicht? Das ist jetzt so ein paar Minuten. Cool. Und hier sieht man, das sind die anderen Nähte, die werden dann einfach auch nochmal verschweißt und dann sind die absolut wasserdicht. Oder macht ihr noch irgendwas? Okay. Und wie testet ihr das? Es gibt so ein Testgerät, um auf Punkte 11 zu testen, bis zu einer Wasserspiegel 20 bis 20 Meter. Und dann wird jeder Anfang nochmal aufgepustet. Auf Luft und Wasser. Dafür haben wir so ein Spray und uns gesehen, auf Luft und Wasser. Gut, also mit Luft aufpusten ist ja gut. So ähnlich wie auch bei Sekoma, kann man auch sagen, da machen die so ähnlich. Das ist so wie, als wenn man die heiße Luft über das Fahrrad und man auch einmal testen. Und wir gucken, ob alles geht. Das ist auch gut zu wissen. Also ist jeder Anzug sozusagen auch nochmal getestet. Also sollten die alle dicht sein. Ja, und es gibt auch verschiedene. Also hier haben wir eben gesehen, Neopren und Stoff. Das ist wohl dieser schwarze. Und jetzt hat er so einen weißen drauf. Und der ist dann für Stoff auf Stoff. Ja, ganz spannend. Aber da sind doch einige Nähte, die er machen muss. Also das dauert ja doch ein bisschen, was? Ja. Also, nee, ne? Man muss halt immer auch dicht sein, die Qualität ist dann natürlich auch gefragt. Und wenn den Anschluss wird getestet, dann wird derjenige im Wasser sein und dann muss das auch wirklich dicht sein. Ne? Und wie lange braucht es für einen Anschluss? Das kommt drauf an, welches Modell. Also es gibt welche, da braucht man 3 Stunden, es gibt welche, da braucht man 2 Tage. Also das kann man so prinzipiell nicht sagen. Aber mindestens 3 Stunden, 4 Stunden wird es dann. Ja, krass. Na gut, ich sage erstmal vielen Dank, dass ich gucken durfte. Ja, gerne. So, wir warten schon wieder runter. Tipp, 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 tipp. Ding dong. Ein paar T-Shirts gibt es hier auch noch, sehe ich gerade. Und Tassen. Ah. So, was ich noch vergessen habe, Thema Pinkeln, hatte ich ja schon bei meinem Test gesagt. Bei meinem musste ich ja ziemlich in die Hocke gehen. Und hier ist das so, die haben keinen, ich sag mal, Querpinkler, sondern der ist einfach so lang, dass du bequem da rankommst. Ne? Ist natürlich okay. Für Männer ist das natürlich ein Tick besser. Für die Damen ist es natürlich dann trotzdem ein Problem, aber gut. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall nochmal sagen. Das war mir jedenfalls wichtig und ich habe es hier auch getestet. Man kommt da gut ran. Auch im Stehen, muss nicht in die Hocke gehen oder so. Das funktioniert. Ne? Ja, und das sind hier so. Gibt es auch noch dickere, die sind dann für die, na, seht ihr, für die Angler gedacht. Ist klar, weil die sich natürlich nicht viel bewegen. Die brauchen wahrscheinlich was Kräftigeres, dass es vielleicht auch ein bisschen wärmer hält. Und da ich ja meistens in Bewegung bin, denke ich mal, ist das okay. Also diesen Hybrid TH5 werde ich jetzt kaufen, denke ich mal. Und die Socken habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, da muss ich gleich noch mal fragen. Die kaufe ich auf jeden Fall auch. Das Vlies werde ich kaufen. Und ja, ich schaue noch mal. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas anderes Cooles. Aha. Ach so, ich meine, die habe ich natürlich auch. Aber die haben natürlich auch hier diese Schuhe. Die sehen natürlich auch sehr hochwertig aus. Aber ich glaube, das wird mir dann alles zu teuer. Ich weiß gar nicht, was die hier kosten. Steht jetzt nichts dran. Ansonsten, naja, nutze ich erstmal meine alten. Auf jeden Fall
sind die auch ganz cool. Was haben wir hier? Handschuhe gibt's. Oh gut, das ist alles so Segelzeug hier noch. Ja, gibt hier auch noch ein paar Jacken und so. Eine schöne Wollmütze. Ein paar T-Shirts. Ja, aber ich glaube, da muss ich gleich mal fragen. Die Socken kann ich nicht entdecken. Ein paar Sonnenbrillen sehe ich da noch. Aber sonst keine Socken. Das sind wahrscheinlich diese coolen Segler-Sonnenbrillen oder so. Und? Wie sehe ich aus? Gut. Patronen liegen hier auch rum. Ich habe gesehen, Sekuma ist hier hinten auch vertreten. Aha. Gibt's hier auch. Ja, hier seht ihr nochmal so einen Anzug. Und was natürlich auch cool ist, wenn irgendwas mal kaputt gehen sollte oder einreißen sollte oder wie auch immer, dann kann man hier hinfahren, die reparieren das dann und dann hast du wieder einen neuen. Ist ja auch eigentlich eine nachhaltige Geschichte, ne? Weil ich weiß nicht, ob das jeder Hersteller macht oder wenn ihr den sonst wo gekauft habt, bis ihr den dann dahin habt und wieder zurück. Deswegen finde ich sowas immer ganz cool, ne? So, und wenn ihr denn mal hier vielleicht zufällig mal in den Laden sein solltet oder spielt mit den Gedanken, hierher zu fahren, dann könnt ihr hier alles anprobieren und machen und tun. Und wenn die dann noch Änderungen vorführen, sage ich schon, meine Güte, Änderungen machen müssen an dem Anzug, dann kann man das ja hier alles schon bezahlen. Und dann wird euch der ungefähr nach 14 Tagen oder so zugeschickt, denke ich mal. Ne? Oder wenn ihr in der Nähe ihr seid, holt ihr ihn halt nach 14 Tagen wieder ab. Das ist immer eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ja. Bei mir zum Anprobieren ist also genug da. Das ist, glaube ich, der, den ich ursprünglich wollte. Aber mal sehen, was ich jetzt für einen kriege. Haha. Dann wollte ich euch noch einmal zeigen, hier ist, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, für die Pflege von so einem Reißverschluss. Das ist hier, glaube ich, so eine Art Fett. Genau weiß ich das nicht. Das muss man, glaube ich, regelmäßig sauber machen, ne? Diese Reißverschlüsse von den Trockenanzügen. Ich glaube, weiß ich nicht, dann nimmt man, glaube ich, spült man mit Wasser und mit einer Zahnbürste oder mit einer Bürste, glaube ich, mal ein bisschen sauber machen. Und dann macht man da, glaube ich, dieses Fett drauf. Aber ohne Gewehr, so würde ich mal sagen, könnte man das machen. Und vielleicht das Gummi ab und zu mal pflegen mit Talkum oder so. Und dann, glaube ich, hält das auch relativ gut. Ja, vielleicht nicht über Steine damit rumlatschen oder so. Das ist eigentlich aber auch klar, weil so dick ist das natürlich nicht. Aber ihr habt ja normalerweise auch Schuhe darüber an, ne? Ja. Ansonsten weiß ich nicht. Also Socken, die schickt er mir nach. Die sind im Moment ausverkauft. Und ja, dieses Halsding, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das noch im Budget drin ist. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Ne? Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Achso, wer das mag, es gibt die natürlich auch als Zweiteiler, die Dinger. Ne? Also mit Oberteile und dann gibt es diese wasserdichten Hosen noch extra. Wer sowas mag, kannst du hier auch kaufen. Werden die auch hergestellt. Ne? So eine Art, für uns ja mal ganz cool, so eine Paddeljacke. Oben sogar mit Neopren. Meine hat ja diesen Kragen da oben. Ja, vielleicht. Vielleicht auch ganz cool. Bestellung ist sozusagen aufgegeben. Das ist noch nicht alles hier sozusagen. Das kriege ich dann zugeschickt. Da melde ich mich dann, wenn es dann zu Hause angekommen ist. Aber ich habe hier noch was Cooles gesehen. Das wollte ich auch noch mal zeigen. Hier gibt es ja diese Angeldinger. Das fand ich ganz interessant. Den kennen wahrscheinlich alle, diesen normalen Antrieb, wo dann unten der Propeller dreht. Ne? Erstens mal dachte ich, dass die noch eine Gangschaltung haben. Haben sie nicht. Also da musst du dann richtig Gas geben. Aber die neuen, die haben dann auch so eine Pedalen und dann hast du hier unten diese komischen Gummiflügel, nennt sich Mirage-Antrieb. Und das ist so diese, ich sag mal, Pinguin-Technik, wurde mir gesagt. Und die sollen viel cooler sein und viel schneller sein als diese anderen Dinger. Fand ich total spannend. Da müssten wir eigentlich mal einen Test machen. Hier wurde ja behauptet, dass die sogar stärker sind als ein Kajak. Also müssen wir demnächst mal zusammenknoten und eine Wettfahrt machen, würde ich sagen, wer hier wen wegschiebt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es soll einfach so sein, dass die richtig effektiv sind, diese beiden. Das sind so eine Gummidinger hier. Fand ich total spannend, sind sehr flexibel und die gehen eigentlich nur so hin und her. Ja. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. So, nochmal auf das Thema Kamin beim
Trockenanzug. Und zwar, wenn man will, also die haben jetzt hier, das ist jetzt so ein, eigentlich für die Fischer gedacht, hier oben mit dem Reißverschluss. Das ist natürlich für Kajakfahrer, naja, finde ich jetzt nicht ganz so optimal. Auch eine schöne Tasche und so. Aber hier gibt es auch welche mit Kamin, ne? Und der hat dann auch einen Pinkler. Kostet ein bisschen mehr, weil er natürlich viel aufwendiger und auch dicker ist. Aber ich sag mal, man kann hier theoretisch alles kriegen. Also die würden auch einen Kamin an so einem normalen Anzug hier anbauen oder auch extra Taschen. Kann man auch alles machen, sowas hier oder am Arm oder hier eine Tasche. Wie auch immer, also alle Wünsche sind sozusagen möglich. Hier gibt es sogar noch so eine Beintasche. Das ist zum Beispiel einer, der ist ziemlich robust und dick. Sowas hat, glaube ich, eher so das DRK oder so. Und zwar haben die hier sogar noch Reflektoren und sind auch richtig, ja, fest. Also im Endeffekt gibt es hier für alle was. Und nochmal für die Damen, ich habe ja vorhin von dem Pinkler gesprochen. Für die Damen gibt es auch extra Sachen, habe ich gefragt. Hier gibt es eigentlich zwei hauptsächlich. Und zwar gibt es einmal einen Reißverschluss sozusagen zwischen den Beinen hier so durch, müsst ihr euch das vorstellen. Und es gibt einen, da hast du hier hinten, wenn ich den mal so hinlege, müsst ihr euch vorstellen, habt ihr hier so eine, ich sag mal, eine Arschklappe. Da kommt dann hier hinten so ein Reißverschluss und dann kann man das runterklappen und dann kann man als Dame pinkeln gehen. Und da habe ich auch mal gefragt, ob er Erfahrung hat oder so. Er hat eine Kollegin, das ist eine Seglerin und die bevorzugt zum Beispiel diese Arschklappe. Das ist irgendwie wohl angenehmer. Kann ich natürlich nichts dazu sagen. So ein bisschen nervt natürlich immer der Reißverschluss und die fand die Mitte-Lösung mit diesem Reißverschluss nicht ganz so gut. Aber auch da kann man dann was ausprobieren, weil die hier sind jetzt der Meinung, dass man... Die Reißverschlüsse gibt es ja auch manchmal, dass sie das komplett teilen. Finden die nicht so gut, weil die Reißverschlüsse meistens dann relativ schnell undicht werden. Aber gut. Nur, dass ihr mal gehört habt, also auch für die Damen gibt es hier Lösungen und das finde ich natürlich auch cool. Ne? Also, auf geht's, weiter. Hänge ich den hier mal wieder hin. So. Es wird wahrscheinlich bei meinem diese Farbe hier werden. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen soweit. Dann werde ich jetzt gleich nochmal mit euch zusammen Tschüss sagen und dann sehen wir uns gleich draußen nochmal. Ich habe soweit alles erledigt, alles abgesprochen. Ich kriege die Sachen dann demnächst zugeschickt, weil da muss ja noch ein bisschen gebastelt werden und geguckt werden. Und ich sage jetzt Tschüss und dann würde ich sagen, machen wir das zusammen schnell. Also, ja. Ich sage erstmal Tschüss. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich habe eine Menge gelernt. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und vielen Dank für den Kaffee. Und ja, ich bin echt gespannt, was dann zu Hause ankommt. Ich freue mich und ich sage erstmal Tschüss. Bis bald. Tschüss und vielen Dank für den Besuch. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Guck mal, wen wir hier haben. Wer bist du denn? Wie heißt sie denn? Minka. Minka. Mach's gut, Minka. Wir müssen los. Tschüss. So, raus geht's. Ab in die Kälte. Bis dann. Oh, ich bin dem Wetter wieder ausgeliefert. Und ich würde sagen, ich sage euch gleich Tschüss. Aber erst da vorne im Warmen. Da hinten habe ich das Auto geparkt. Boah, ist doch, wie ihr merkt, ziemlich windig und eklig. Deswegen sage ich gleich im Auto Tschüss. Bis gleich. So, angekommen. Wollen wir mal gucken. Na, guck mal. Die Alva schläft. Ja, bin wieder da. So, rein in die gute Stube. Boah. Ja, hallo Alva, da bin ich wieder, ne? Ja. So. So, jetzt werde ich gleich erstmal Fee abholen. Dazu muss ich noch eine halbe Stunde mit dem Auto durch die Gegend brützeln. Und ja, ich hoffe, der Film hat euch jedenfalls ein bisschen Spaß gemacht. Ich hatte wieder eine Menge Spaß, habe eine Menge gelernt. Und ich freue mich schon auf den Anzug. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim nächsten Film. Was da kommt, weiß ich noch nicht. Hängt ja jetzt auch echt mit dem Wetter zusammen. Ne? Das Wetter ist zurzeit echt durchgehend ziemlich bescheiden hier oben bei uns. Aber da wollen wir nicht rummeckern. Wir nehmen das so, wie es kommt. Und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nicht? Also,